Und da möchte ich Sie jetzt einladen und möchte Ihnen kurz Frau Dr. Mayropas vorstellen. Sie ist Ärztin, Allgemeinärztin für rehabilitative Medizin, ist meine Partnerin und Kollegin seit 10 Jahren, beinahe in der Zwischenzeit in einer neuen Homöopathie. Sie hat auch natürlich die neue Homöopathie in ihrem Angebotsprogramm. Wir unterrichten gemeinsam. Ich wünsche Ihnen jetzt spannende Einsichten, vielleicht intuitive Wahrnehmungen, was immer Sie sich vorstellen können. Ich bitte Sie auf die Bühne und begrüße Sie recht herzlich, Dr. Christiane Mayropas. Dankeschön. Danke. So. Ja, vielen Dank, Alvin, für die Einleitung. Ich begrüße Sie auch nochmal ganz herzlich, freue mich, dass Sie gekommen sind und möchte Ihnen ja heute ein bisschen was über ein, wenn Sie das so lesen, sehr allgemeines Thema Rückenschmerzen ganzheitlich behandeln, erzählen. Vielleicht so ein ganz paar Worte zu mir. Ich komme ja aus einer Klinik, oder wir haben jahrelang eine Klinik gehabt, eine Reha-Klinik in Kreuth am Tegernsee, in der wir ganz viele, viele Bandscheibenpatienten behandelt haben, eben Rückenschmerzpatienten. Und in dieser Zeit habe ich, also die Klinik existiert nicht mehr, die ist inzwischen ein Seniorenwohnheim, aber in dieser Zeit habe ich natürlich doch sehr, sehr viel Erfahrung gemacht und die Therapie, die wir dort benutzt und unterrichtet haben, auch die Novobalance-Therapie, wurde von einem Musiker entwickelt, der schon damals, er hieß Franz Nowotny, er lebte 1904 bis 1964 und war an sich von Beruf Musiker und ist dann aufgrund seiner Begabungen eigentlich in die Bewegungsschiene gekommen und hat später nur noch behandelt. Und meine Mutter hatte bei ihm gelernt, so ist das also in die Familie übergegangen. Ich bin jetzt das letzte oder das nächste Glied in der Kette. Und Sie hören ja schon, ein Musiker, was hat der jetzt eigentlich mit so Behandlungen zu tun? Was hat der mit körperlichen Behandlungen zu tun, mit Rückenschmerzen? Wie kommt das? Und der hatte damals zu einer Zeit, wo man sich mit der Physiotherapie in ganz anderer Weise auseinandergesetzt hat und den Menschen wirklich noch sehr in Einzelteile zerlegt hat, um das mal so auszudrücken, hat er damals schon sehr bahnbrechend gearbeitet und immer die Menschen sich eben als Ganzes angesehen. Und ganzheitlich heißt für mich in dem Fall nicht nur, dass ich das an dem Rücken ein bisschen mehr dran hängt, wie, gucken wir mal, wie das die Wirbelsäule ist und die Muskeln und die Nerven und die gesamte Physiologie, sondern das heißt für mich, dass wir uns, wenn wir den Menschen anschauen und er hat Rückenschmerzen, dann müssen wir ihn uns als Ganzes anschauen, noch viel mehr, noch viel weiter. Und ich denke, da sind Sie auch deswegen alle hier, weil wir eben zum Beispiel, und ich greife jetzt einfach mal ein paar Beispiele heraus, der Mensch hat eine harmonikale Struktur als Ganzes. Das heißt, da ist gehört die Wirbelsäule mit dazu. Wir können nicht einfach Teile rausnehmen und die behandeln, sondern wir müssen uns immer wieder das Ganze anschauen, vor allen Dingen, wenn wir da ursächlich arbeiten wollen. Und um ursächlich zu arbeiten, wissen wir, dass die... Ich muss mal schauen, ob ich das... Geht es so mit dem Ton, weil ich bin, glaube ich, manchmal da und manchmal weg. Um wirklich ganzheitlich zu gucken, müssen wir uns nicht nur, wie gesagt, den ganzen Körper anschauen, sondern eventuell auch die gesamte Struktur, die Bewegung. Es geht ja auch darum, wie bewege ich mich? Nicht einfach nur, wie steht ein Mensch, sondern wie bewegt er sich denn? Wie sieht denn das aus? Weil schon da geht es ja los, dass eventuell die Bewegung mir ganz viel erzählt und mir auch eventuell erzählt, warum vielleicht Beschwerden da sind. Schauen Sie mal, wenn ich mir das ganzheitlich anschaue, wenn ich jetzt so gehe, wie wirkt es? Ja, steif, habe ich gehört. Was noch? Die Schultern, ja, die Schultern werden versuchen, da ein bisschen
dagegen zu gehen, was tue ich denn? Die Beine sind relativ weit vorne. Wo habe ich denn, wo glauben Sie denn, dass ich zum Beispiel jetzt Beschwerden haben könnte? Wo könnte ich Beschwerden haben oder Beschwerden bekommen, wenn ich es noch nicht habe? Wenn ich immer, Sie müssen ja denken, das mache ich jetzt ja nicht nur kurz, sondern das mache ich, ich gehe jetzt so durchs Leben. In der Lendenwirbelsäule, ja. Wo noch? Im Nacken möglicherweise, ja. Auch in Oberschenkeln zum Beispiel. Ne? Ich habe hier eine ganz andere Spannung in den Oberschenkeln. Eben, was passiert denn? Was mache ich denn jetzt zum Beispiel bei diesem Gehen? Abgesehen davon, dass ich hier versuche. Mein ganzes Gewicht ist zu weit hinten. Schauen Sie, ich habe ja eine Rücklage. Meine Füße ziehen mein Gewicht, ich übertreibe jetzt natürlich sehr, ne? Ziehen mein Gewicht ja hinterher. Ich bin ja nicht drüber. Schauen Sie, wenn normalerweise, wenn ich nach vorwärts gehe, mache ich ja nicht wieder Hans Guck in der Luft, da gibt es dieses schöne Bild im Struwwelpeter, der geht, sieht dann auch so aus, sondern ich gehe ja nach vorne, ich will ja nach vorne gehen, also ich gehe mit dem ganzen Körper mit nach vorne. Der geht ja mit. Ne? Und das ist ja auch noch nicht nur, dass ich Beschwerden im Körper kriege, wenn ich so weit dahin gehe. Wie sieht denn das aus? Wie wirkt denn das für Sie im Gegensatz zu diesem Gehen? Jetzt gehe ich mein Gewicht über den Füßen. Was ist denn das, wenn ich so jetzt vor Ihnen stehe? Was haben Sie dann für ein Gefühl? Das ist der Unfall, ja. Das ist eins, ja. Aufgesetzt, ja. Schauen Sie, so, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Haltung den Menschen gegenüber, ob ich so jemandem gegenüberstehe oder ob ich so jemandem gegenüberstehe. Dem Menschen, dem Leben. Also das drückt natürlich was aus in der Gesamtheit. Und das heißt, wir müssen uns das Ganze anschauen, die Energetik des Menschen. Denken Sie, ich habe Ihnen jetzt einfach mal nur so als Ideen diese Beispiele mitgebracht. Denken Sie in der Kirlian-Fotografie, wenn man sich die Abstrahlung eines Menschen anschaut. Ich meine, das alles gehört dazu. Sie können nicht nur bei Rückenschmerzen einfach anschauen, was ist jetzt da am Wirbelkörper los oder welcher Muskel ist verspannt. Das reicht nicht aus meiner Sicht. Das kann mal eine kurzfristige Hilfe sein, aber gerade bei chronischen Geschichten ist das sicher nicht ausreichend. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Lendenwirbelsäule beim Gehen. Und wenn wir in der richtigen Weise gehen und in der Bewegung uns das anschauen, dann ist die Lendenwirbelsäule, hat ja diese Bandscheiben und die Bandscheiben sind wie Puffer. So, wenn die jetzt eingeklemmt werden, das heißt zu viel Druck bekommen, dann, klar, kriege ich nicht sofort, aber auf die Dauer möglicherweise Beschwerden. Ein Grund, warum die zum Beispiel ständig eingeklemmt sind, ist, wenn ich mich hier hinten falsch halte. Wenn zum Beispiel bei dieser Haltung mein Gewicht, schauen Sie, wenn ich jetzt so stehe, ich brauche jetzt noch nicht mal mit meinem Gewicht insgesamt so weit nach hinten gehen, aber so ins Hohlkreuz gehe, jetzt drückt das hier unten, das können Sie alle ausprobieren. Stellen Sie sich mal alle hin. Probieren Sie es mal aus. Stellen Sie sich mal alle hin und gehen mal so ein bisschen ins Hohlkreuz mit dem Oberkörper weiter nach hinten und fühlen mal bei sich, wo gibt es da hinten eine Kuhle? Da gibt es eine Kuhle, die wird größer zumindest. Wir haben ja eine kleine Lordose, das heißt, die ist ja natürlich, aber die wird größer, wenn ich mich so nach hinten. Das heißt, da fällt mein Gewicht vom Oberkörper, fällt da nahe. So, wenn ich jetzt so gehe, verstärkt sich das. In dem Moment, wenn ich jetzt noch mit steifen Knien gehe und sehr hohen Absätzen, so, dann können die Wirbel hier das gar nicht mehr ausgleichen und bei jedem Schritt gibt es Druck da hinten. Wenn wir jetzt
Und das ist, man können Sie an dem Bild ganz schön sehen, wenn wir jetzt normal gehen, wirklich jeden Schritt vor den anderen und loslassen in den Unterschenkeln, dann bedeutet es, dass ich ständig da hinten eine kleine Bewegung habe. Und Sie können hier sehen, guck mal, schauen Sie mal, wie sich von hier die Ebene verschiebt, bei jedem Schritt. Das sind ein paar Zentimeter sogar, ne? Bei jedem Schritt, wo da hinten ein kleines bisschen Luft ist. Das heißt, schon mal anatomisch, physiologisch gesehen, gibt es bei jedem Schritt da hinten, wenn ich wirklich loslasse, da gibt es eine kleine Erleichterung, gibt es eine kleine, gibt es etwas mehr Platz. Und jetzt stellen Sie sich bitte nochmal hin, weil es ist sowieso gut, wenn man hier auf sich ein bisschen bewegt. Nicht von einem, Sie müssen ja sonst von einem Stand zum anderen. Und jetzt machen Sie einfach mal eine ganz leicht, ganz einfache Übung. Und zwar ist das, ich mache nichts anderes, wie ich gehe, wie wenn ich mich so hinsetzen möchte. Also ich mache meinen Rücken rund. Wenn ich jetzt meine Hand hier hinten hinlege, dann merken Sie, aha, da drückt mein Kreuz so ein kleines bisschen raus, könnte man sagen. Ne? Es wird ein bisschen flacher. Einfach mal so ein bisschen. Und der Fuß bleibt, wenn der Fuß ganz am Boden bleibt, machen Sie das automatisch. So, und das ist das, was bei jedem Schritt passiert. Und was sagen zum Beispiel viele Bandscheibenpatienten, gerade die unten in der Lendenwirbelsäule Beschwerden haben, die sagen, also dann, wenn ich auf den Berg gehe, da tut es mir nicht weh. Und warum? Was macht man beim Berggehen? Gewicht nach vorn und Sie machen ausgesprochen, gehen Sie da hinten, lassen Sie da hinten los. Das heißt, gerade für die unterste Lendenwirbelsäule, wo ja nun die Hauptbeschwerden sind, bei den meisten Leuten, die meisten Bandscheibenvorfälle sind zwischen 4. und 5. Lendenwirbel und dann 5. und 1. Sakralwirbel. Bitte? Achso, nee. Für die ist das ideal. Ich habe jetzt einfach nochmal ein Bild hier mitgebracht, um zu zeigen, dies ist ein ganz wichtiger Muskel, der da eine Rolle spielt. Der nennt sich Iliopsoas zusammengefasst und der geht entlang der ganzen inneren, also Sie müssen sich vorstellen, hier innen in der Lendenwirbelsäule entlang und setzt am Trochanter, also am Oberschenkelknochen an. Und ist dafür zum Beispiel verantwortlich, dass ich mein Bein gut heben kann, dass ich auch nach außen rotieren kann und hilft, weil der ja so lange ist, auch hier hinten, innen drin, wenn der gedehnt wird, dann wird da hinten die Wirbelsäule auch ein bisschen aufgedehnt. Deswegen, auch zum Beispiel, das ist ganz wunderbar, wer hat Kreuzbeschwerden und hat sich dann schon mal so in so einer, in der Position so hingelegt, wo man die Beine hochlegt, in dieser U-Form. Wer hat es schon mal gemacht von Ihnen und hat es genützt oder nützt es? Da machen Sie nichts anderes. Ne? Sie helfen, dann wird der Muskel ein bisschen noch gedehnt und Sie haben da hinten machen mehr Platz. Halt andersrum. Ich will Ihnen das deswegen zeigen, weil jetzt können wir sagen, gut, da ist der Muskel verkürzt, der Iliopsoas, und deswegen hat jemand Beschwerden da hinten. Ja, aber warum jetzt der bei demjenigen verkürzt ist? Da müssen wir wirklich mal gucken. So, das gibt jetzt, da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten. Also, der kann verkürzt sein eben, weil ich zum Beispiel mich grundsätzlich im Leben eine falsche Haltung habe. Das ist eine Möglichkeit. Der kann verkürzt sein, weil Sie haben gesehen, und darum habe ich Ihnen vorhin das Bild gezeigt, ich glaube, das habe ich auf dem nächsten Bild, weil da die Nieren eine enge Beziehung dazu haben, zu diesem Muskel. So, wenn an den Nieren was nicht in Ordnung ist, kann es sein, dass das ausstrahlt in diese Muskulatur und sich dadurch die Muskulatur verkürzt. Ne? Nur als ein Beispiel. Es kann sein, diese Nierenschmerzen können sein, weil derjenige ständig Angst hat und immer was an den Nieren hat. Also Sie sehen, ich muss einfach ein bisschen weiter denken, als wie nur,
okay, da ist ein verkürzter Muskel, da ist eine, möglicherweise die Bandscheibe ein bisschen rausgerutscht oder unter Druck und das muss ich jetzt behandeln. Das nützt kurzfristig und kann auch sinnvoll sein, Akutschmerzen so zu behandeln. Aber wenn Sie dauerhaft damit was lösen wollen, muss ich mich auch um die Ursachen kümmern. Denn das ist ja auch der Grund, unser Körper sagt uns, nie umsonst gibt, da haben wir ein Symptom. Ein Symptom hat immer irgendeinen Sinn. Das bedeutet ja letztlich, bitte, ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit, hier ist ein Thema, was gelöst werden muss. Denn wir sind Ausdruck hier auf der Erde, hier ist unser körperlicher Ausdruck, ist das alles, was wir haben. Ich meine, wir drücken uns in unserem Körper aus, in jeder Zelle. Und jede Zelle hat Bewusstsein. Also drückt sich auch alles im Körper aus. Wenn wir uns mal ein bisschen angucken, was die Wirbelsäule denn aussagt, und es gibt wunderbare Ausdrücke in unserem Alltag, in der deutschen Sprache, eben zum Beispiel, ich muss Rückgrat zeigen, ich muss für alles gerade stehen, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Schauen Sie mal, ich weiß nicht, Sie können es vielleicht nicht alle sehen, wenn ich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehe und Sie müssen denken, ein Satz wie ich stehe mit dem Rücken zur Wand, das ist ja nicht jetzt mal kurzfristig, das ist ja meistens länger, gut, das könnte auch sein, wenn mich jetzt jemand akut angreift. Unser Körper erinnert diese Muster. So, jetzt habe ich diesen Moment, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Was passiert in meinem Körper? Schauen Sie mal, ich will ja fliehen, ich kann nicht, das ist ja das, ne? Ich will fliehen, ich kann nicht, also ich stehe mit dem Rücken zur Wand, so heißt es. Das ist ja der Hintergrund. Weiter geht's nicht, weiter nach hinten kann ich nicht, weiter ausweichen kann ich nicht. Was macht mein Körper? Gucken Sie mal, automatisch, was versuche ich, damit ich hier doch mich fast am liebsten in die Wand hier rein lege. Ja, welche Muskeln spinne ich? Ja, das Kinn geht nach oben, ja. Gut, Brillenträger, ja, ich sehe nicht. Ich habe ein anderes Blickfeld, mein Blickfeld verändert sich, ja. Die Nackenmuskulatur, ne, schauen Sie, ich stand ja jetzt so und habe natürlich auch festgehalten. Es ist ja nicht so, dass ich hier locker meinen Kopf anlege, sondern ich habe eine große Spannung hier oben in der Halswirbelsäule. Verspannung im ganzen Körper, genau. Natürlich auch die Atmung wird hochgezogen, damit verändert sich auch was in der Brustwirbelsäule natürlich. Ich spüre die Spannung hier. Sie können das mal wunderbar ausprobieren. Sie können mal wunderbar solche Sätze ausprobieren. Das heißt, jemand, der jetzt immer oder wie gesagt, entweder das kann sein durch was Akutes, wenn ich wirklich akut bedroht wurde, dann bleibt das als Erinnerung. Oder das kann aber natürlich auch sein, wenn ich zum Beispiel in meinem Job immer so oder immer wieder mit dem Rücken zur Wand stehe. So, dies sind dann Menschen, die kommen zu uns und sagen, wir haben permanent Rückenschmerzen oder hier oben Nackenschmerzen. Und dann macht man wunderbare Dinge, massiert und alles Mögliche. Aber wenn Sie nicht diese Ursache, sprich das Thema, wenn ihm das Thema nicht bewusst wird, wenn ich das nicht lösen kann in irgendeiner Form. Und da gibt es auch verschiedenste Wege natürlich, das zu lösen. Gut, die sind auch nicht für alle gleich. Aber wie wir es zum Beispiel in unserer Bewegungstherapie machen, ist auch dann zu gucken, was, und da ist der Mensch eigentlich wunderbar, weil er weiß oft selbst am allerbesten, was ihm gut tut. Weil ich frage dann zum Beispiel, was tun Sie denn, was tut Ihnen gut? Welche Bewegung ist denn angenehm? So, wenn ich jetzt immer so gestanden bin, gut, das kann, und das ist individuell sehr unterschiedlich, weil Sie müssen denken, wir haben alle eine unterschiedliche Biografie. Eine Möglichkeit wäre, dass ich in die Gegenbewegung gehe, dass ich denke, okay, wenn ich gar nicht mehr kann, mache ich sowas, sagt er vielleicht. Oder diejenige. Ja, wunderbar. Gut, machen wir mal so eine Übung. Ich würde es ja gerne hier ein bisschen üben lassen, alle.
aber es ist leider mit den Tischen, haben wir gar keinen Platz. Also, ich lasse ihn mal so gehen. Einfach, was passiert denn da? Eben, wie sieht's denn aus schon mal? Ich sag Orang-Utan-Gang. Wie sieht's denn aus? Lustig. Ist schon mal gut, ja? Die Wirbelsäule dehnt sich durchs Eigengewicht. Was ist denn, wenn ich den Kopf so hängen lasse? Entspannung? Natürlich. Auch dort gibt es natürlich eine Entspannung, klar. Ja, die Nackenmuskulatur wird auch dadurch durch die Dehnung, ne, es gibt ja auch eine Dehnung. Der Kopf hat eine Schwere und schon allein dadurch gibt es eine kleine Öffnung da hinten. Aber es passiert auch noch was anderes damit. Hören Sie mal, so gucke ich, sehe ich Sie alle, kann ich hier, bin ich hier oben der King, ne? So sehe ich jetzt niemanden mehr, kann ich nur auf meine Füße gucken, bin ich ganz bei mir. Ich muss auch psychophysisch, also ich muss auch psychisch in eine andere Haltung kommen. Ich komme wieder zu mir selbst. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Teil. Ich muss bei mir bleiben. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Es kann aber sein, dass derjenige das, diese Bewegung erstmal gar nicht machen kann, weil er in einer viel zu großen Erstarrung ist. Das heißt, ich kann mich da nur ganz langsam hinbewegen. Ich kann zum Beispiel einfach mal gucken, okay, eben, die tollsten Hinweise gibt Ihnen immer derjenige, Ihr Patient oder Ihr Klient. Also man selbst. Wenn Sie drauf hören, was tut mir gut? Wir sind so drauf getrimmt, dass man irgendetwas machen sollte oder jemand gesagt hat, das wäre gut oder das müsste man tun. Das Wichtigste ist, dass Sie erstmal drauf hören, was will mein Körper? Die innere Weisheit Ihres Körpers ist unübertroffen. Kein Arzt, kein Therapeut ist so weise wie Ihr Körper selbst. Und den müssen Sie als Ersten fragen. Und eigentlich, aus meiner Sicht, ist der Therapeut oder der Arzt eigentlich nur dazu da, ihn zu ermutigen, den zu benutzen. Wir sind wieder Wegweiser. Und das heißt zum Beispiel, könnte derjenige jetzt sagen, ich habe jetzt hier nichts gescheites, haben wir nichts. Ich tue mir ein Gewicht auf den Kopf. Das ist jetzt nicht groß genug, irgendwas, ein größeres Gewicht, wir haben jetzt lieber ein Buch oder irgendwas, ne? So, und dadurch, dass ich hier ein Gewicht habe, was passiert, wenn ich ein Gewicht auf den Kopf lege? Genau, ja, ich richte mich auf. Und was macht dieses Gewicht auf dem Kopf? Erfordert Balance, genau. Das heißt, ich muss balancieren, sonst fällt es mir ja runter. Das heißt, ich muss gar nicht drüber nachdenken, was ich tue, sondern ich werde damit beschäftigt sein, das jetzt hier, das geht wegen dem Ding da, das hier zu balancieren, ne? Lieber nicht, sonst fällt es mir runter. Genau, wunderbar. Genau. Wunderbar. So, und umso mehr Gewicht es hat natürlich, umso mehr muss ich mich strecken. Ne? Das heißt, ich mache Platz da hinten, es gibt eine leichte Dehnung in der Wirbelsäule und ich richte mich auf, ohne außer mir zu sein, ne? Weil jetzt kann ich nicht in dieses zurück, aber dies hilft mir dabei, ne? Das hilft mir, das ist ein Unterschied, ob ich sage, einfach richten Sie sich auf, das kann derjenige eventuell nicht in dem Moment, aber mit einer Hilfestellung geht es eventuell und da ist es eben auch, vielen Dank, da ist es eben auch ganz unterschiedlich zum Beispiel, wie groß das Gewicht sein muss, in welcher Form, also da, das ist dann individuell. Wie jede Therapie aus meiner Sicht einfach individuell ist. Also der Rücken steht für ganz viel verschiedene
Ja, psychophysische Verknüpfungen, wie wir es ja auch nennen können. Und wenn wir uns mal anschauen, die Wirbelsäule hat die meisten Gelenke, die ist insgesamt sehr flexibel. Eben unsere Haltung hat mit der Wirbelsäule zu tun. Das Aufrichtige, das Aufrechte, ne, kommt auch von, dieses Wort hat auch mit der Wirbelsäule zu tun. Ich bin nicht verbogen, sondern ich bin aufrichtig, aufgerichtet, und zwar innerlich aufgerichtet. Ne? Und eben zum Beispiel das Wort Stammbaum. Ist eigentlich in den Worten schon ganz oft impliziert, warum manchmal oder mit was ihre Beschwerden auch eventuell zu tun haben. Ne? In der Mitte getroffen sein. An was denken Sie denn da? Da denkt man an den Bandscheibenvorfall. Fragen Sie mal die Leute, die einen akuten Bandscheibenvorfall haben. Fragen Sie mal, was passiert ist. Ich garantiere Ihnen, Sie finden was. Ne? Das heißt, diese Verknüpfungen sagen mir schon ganz viel immer im Gesamtkontext, was passiert mit demjenigen oder was ist passiert. Ich will jetzt, glaube ich, nicht alle hier durchgehen, aber nehmen wir vielleicht gerade nochmal die Lendenwirbelsäule. Eben, man sagt zum Beispiel, das ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Der Valentin hat so einen schönen Spruch gesagt, der eigentlich der Verbindung zu meinem Augenvorredner ist. Drum glaube ich, dass die Augen eine heimliche Verbindung zum Kreuz haben. Denn es ist schon ein rechtes Kreuz, wenn man nicht mehr richtig sieht. Aber das Kreuz steht eben bei uns wirklich für ganz viel. Und jetzt erstmal im Kontext, ich meine, unsere Mitte wird gestützt von der Lendenwirbelsäule. Die wird ja nicht gestützt. Alles an Muskulatur, was jetzt hier in unserem Bauchraum ist, hängt irgendwo mit der Wirbelsäule zusammen oder dran. Und deswegen, wenn ich in meiner Mitte getroffen bin, dann hat da eigentlich immer die Wirbelsäule was damit zu tun. Aber Lendenwirbelsäulenbeschwerden können auch genauso kommen, wenn sie entsprechende gynäkologische Beschwerden haben. Wenn wir im Darm eine Entzündung haben, gibt es Kreuzschmerzen. Schon auf der physischen Ebene gibt es ganz, ganz viel Verknüpfungen. Und es ist nicht immer nur die Lendenwirbelsäule oder die Wirbelsäule selbst. Die Rückenschmerzen haben können vielerlei Ursachen haben. Wenn wir jetzt nochmal auf die energetischere Ebene gehen, die sich aber auch im Körper ausdrückt, nämlich den Wirbelsäulenkanal. In der indischen Mythologie beschreiben sie, wie die Kundalini unterm Steißbein eingerollt ist. Aber auf jeden Fall ist klar, dass durch unseren Wirbelsäulenkanal, die Wirbelsäulenflüssigkeit, ganz viel transportiert wird bis ins Gehirn. Und wenn es da Blockaden gibt, wie es auch die Energetiker jetzt nennen, das untere Tor, das obere Tor hier oben, das untere Tor hier unten, L5S1, fünfter Lendenwirbel, erster Sakralwirbel. Wenn da Blockaden sind, dann fließt ja viel mehr nicht als wie. Meinetwegen nur die Flüssigkeit, sondern dann fließt die Energie nicht, dann gibt es keine entsprechende energetisch gute, ausreichende Versorgung. Diese Beziehung von den inneren Organen kann man eben auch nochmal wunderbar an diesen Haltungstypen hier, die Sie vielleicht in anderem Kontext kennen, von F.X. Meyer sehen, der sich eben angeschaut hat, was machen die inneren Organe mit unserer Haltung, ne, die verschiedenen Bäuche. Wenn Sie mal hier gucken, derjenige, der in Hab-8-Allung steht und den Bauch hochzieht, ne, und dann natürlich hier hinten in der Wirbelsäule eine Anspannung bekommt. Ne, diese Anspannung ist hier mehr, in der Brustwirbelsäule, da untere Brustwirbelsäule, dann hat er auf jeden Fall auch auf die Dauer hier in der Halswirbelsäule Beschwerden. Oder dann denken Sie an die Beschwerden, warum viele Leute heute die verschiedensten Schienen bekommen beim Zahnarzt, weil die natürlich was damit zu tun haben, auch wie ich mich halte.
So habe ich hier im gesamten Gesichtsbereich eine andere Haltung, als wie wenn mein Becken gelöst ist und ich balanciere. Es gibt einen wunderbaren Griff, den man bei FX Meyer gerne anwendet, und ich weiß nicht, ob Sie den schon mal demonstriert bekommen haben. Würden Sie sich mal zur Verfügung stellen? Ja? Würden Sie mal auf die Bühne kommen? Darf ich was zeigen bei Ihnen? Ja. Sind Sie mal so nett und drehen den Kopf zur Seite. Das ist gar nicht so schlecht. Dann mal zur anderen Seite. Okay. Also, wenn Sie jetzt mal gucken, diejenigen, die jetzt hier am Rand sitzen, können natürlich das am besten sehen. Viel von der Seite sieht man es nicht mehr. Noch einmal bitte zur Seite drehen. Okay. Wir haben hier ungefähr einen Winkel von... Das ist ein bisschen, ich würde sagen, sogar 40 Grad, ne? Also ist ganz gut, ne? Also wenn ich den von hinten messe. Wenn Sie von vorne sagen, also 60 Grad Beweglichkeit, ne? So. Man macht jetzt Folgendes. Ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Darf ich Sie Ihren Bauch umarmen? Bitte. Nee, die Hände dürfen Sie einfach hängen lassen. So, und jetzt tun Sie mal bitte den Kopf drehen. Mhm. Und zur anderen Seite? Ich weiter zu Ihnen. Können Sie weiterdrehen? Ja. Mhm. Danke, vielen Dank. Was heißt jetzt das? Auch wieder nur, unser ganzer Darm, der hängt da innen an so einem Stiel. Und wenn der Darm sehr ausgedehnt ist, wenn ich dann natürlich auch ein bisschen Gewicht habe, dann zieht das ganze Gewicht sehr nach unten. Und dadurch entsteht mehr Spannung hier oben in der Hals-Nacken-Muskulatur. Und zum Beispiel, wenn Sie eine gute Meyer-Kur gemacht haben, dann können Sie automatisch Ihren Hals besser drehen. Gut, abgesehen von vielen anderen positiven Dingen. Aber das ist eine der wunderbaren, sozusagen, Nebeneffekte, möchte ich fast sagen. Weil das ist ja klar, wenn das alles wieder besser tonisiert ist, dann zieht das nicht und zerrt nicht an meiner Gesamtmuskulatur. Und das wirkt sich eben bis in die Halsmuskulatur aus. Die Atmung. Gut, auf die will ich jetzt gar nicht so lange eingehen. Aber natürlich spielt die Atmung auch eine Riesenrolle jetzt in der gesamten Wirbelsäule. Und ich würde gerne, auch wenn wir hier nicht so viel Platz haben, trotzdem mit Ihnen gerne mal eine Übung machen. Und zwar, jetzt nicht die hier ist, weil das sind zum Teil sogar auch da die Reihen zu eng. Aber was wir alle mal machen könnten, ist nachher eine kleine Balance. Denn wir arbeiten das Prinzip, und wenn wir mit dem Körper, mit dem Menschen arbeiten, dann gehen wir aus, dass in der Balance sich der Mensch von selbst korrigiert. Also, wenn ich jetzt hier auf einem Bein stehe und das länger machen möchte, jetzt nicht nur 2 Minuten, sondern da man jetzt auch sprechen möchte und länger hier so vor Ihnen stehen will, dann muss ich in der sogenannten labilen Balance sein. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt hier, natürlich kann ich jetzt mit Gewalt hier mich festhalten ein bisschen, aber Sie merken ja schon, jetzt fange ich sofort an zu pressen, die Atmung ist nicht mehr in Ordnung. Ja, ich muss hier natürlich hier ganz entspannt und locker stehen und hier balancieren. Die Kranichstellung, ja, ist jetzt die einfachste zum Herzeigen. Es gibt ja natürlich Millionen von Arten der Balance. Das heißt, in dem Moment, wo ich wirklich balanciere, korrigiert sich der Körper von selbst. Geht nicht anders. Weil er muss ja die optimale Ausrichtung finden. Und Balance ist was sehr Genaues. Eben. Und es geht um die sogenannte labile Balance, nicht um die stabile Balance. Eine stabile Balance ist was anderes. Stabil, wenn Sie sich an die Physik erinnern, da gibt es so eine Schüssel und da fällt die Kugel immer in die Mitte der Schüssel. Ja, das heißt, die fällt da immer wieder zurück. Damit ist man energetisch, aber in einem niedrigen Zustand. Die Energie ist nicht sehr hoch. Wenn ich auf dem Sofa sitze und die Beine hoch tue, wissen wir alle, ist die Energie nicht wahnsinnig hoch, da sich rauszuholen wieder. Aber wenn ich die Kugel
auf die Spitze von einer Halbkugel lege, dann passiert ja nur so viel und die fällt runter. Das ist aber der Zustand, in dem wir optimalerweise sind. So, wenn Sie jetzt hier sitzen, sind Sie, die meisten von Ihnen sitzen hier eher in der stabilen Balance. Darum werden Sie auch müde. Außer ich führe hier vielleicht noch ein paar Saltos vor und sowas. Und diese labile Balance ist der höchstmöglich energetische Zustand, den wir erreichen können, physikalisch gesehen. Das heißt, es macht Sinn. Der Seiltänzer ist so das Paradebeispiel, ne? Da sehen wir es. Wie sieht der aus? Der sieht schön aus, leicht aus, das sieht frei aus. Der ist aber zentriert bei sich und trotzdem ist er offen, ständig zu reagieren. Also das heißt, diese labile Balance bietet mir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und energetisch ist, wie gesagt, der beste Zustand. So, für meinen Rücken wäre es jetzt natürlich am besten, ich mach mal weiter, dass wir in so einer labilen Balance immer sind. Wie komme ich denn dahin oder wie könnte ich denn dahin kommen? Wie kommt der Körper am schnellsten in einen Zustand, der ihm vielleicht nicht normalerweise, den er noch nicht gewohnt ist? Wie kommt er da am schnellsten hin? Indem er ihn erinnert, innerlich. Nicht indem ich Ihnen sage, Sie müssen den Arm so halten und den Kopf so halten und das Kreuz ein bisschen gerader links, noch ein bisschen gerader links. Nee, so kommen Sie da nicht hin, sondern Sie kommen nur hin am schnellsten übers Gefühl. Und wie fühlt sich labile Balance an? Was denken Sie, wie sich die anfühlt? Lebendig, ja. Mhm. Instabil? Etwas? Ja, nicht unbedingt. Leicht. Hauptkriterium ist leicht. Alle haben Sie es schon mal erlebt, Sie tanzen mit jemand, der nimmt Sie mit, der kann gut tanzen, es fühlt sich super leicht an. Sie freuen sich, Sie sind leicht. Sie beim Skifahren, Sie haben eine tolle Piste, es geht heute gut, es fließt alles, Sie fühlen sich leicht. Und Sie kommen und sagen, Mensch, ging das leicht. Eben, Sie machen eine Schulaufgabe und sagen, jetzt war es aber heute ganz leicht. Dann sagt der Lehrer zwar meistens, die war zu leicht, müssen wir schwerer machen. Aber es geht um dieses Gefühl der Leichtigkeit. Eben, dies muss leicht sein, es darf nicht schwer sein. Und was macht der Körper? Der tut ständig austarieren, da brauche ich ihm keine Anweisung zu geben, das kann er ja von alleine. Der weiß ja, wie Balance ist. Und umso mehr ich das verinnerliche, umso mehr habe ich die Balance natürlich immer, genauso natürlich auch beim Stehen. Sie können im Stehen auch mit beiden Beinen balanciert sein, Sie können aber auch natürlich wie ein Stock stehen. Und Sie sehen hier, ich will gerade mal ein bisschen überspringen einiges, Sie sehen hier zum Beispiel auch die chinesischen Akrobaten, wenn die balancieren. Was machen die? Da sind zwei Männer auf dem anderen noch. Manchmal gibt es sogar noch drei und vier auf dem Untermann. Bei den chinesischen Akrobaten oder auch bei anderen. Wie ist denn das möglich? Ich habe gelernt, dass unsere Bandscheibe nur so und so viel Kilopond Druck aushält. Wie können plötzlich 3x, 4x 50 Kilogramm da auf meinen Schultern oder auf meinem Kopf stehen? Wie ist das möglich? Weil in der Balance die Kräfte sich anders verteilen. Die Druck- und Zugkräfte verteilen sich anders. Und das habe ich vorhin übersprungen. Das wird natürlich in der Statik, im Brückenbau oder so, wird das alles benutzt. Das haben auch die alten Römer gewusst, wenn sie ihre Aquädukte gebaut haben oder so, dass sie natürlich über die Geometrie, die auch in unserem Körper ist, was anderes erreichen können, wenn die Geometrien stimmen. Und ich gehe vielleicht gerade nochmal zurück hier zu so einer Brücke
oder zu unserem Knochen, der auch diese geometrische Belastungsstrukturen hat. Ne? Wenn Sie da mal gucken, die kleinen Bällchen in dem Knochen, wie die angeordnet sind, sodass da Zug- und Druckkräfte sich ausgleichen können. Schauen Sie, dieser Knochen, der so stabil sein muss, ist innen ganz porös. Wir haben eine Röhre meistens als Knochen. Eben, weil das ein viel besserer Zustand ist für die Belastung als wie ein solider Stab. Wie lange habe ich eigentlich Zeit? Bis um 15:15? Ja, okay. Gut, nicht, dass ich mich vergaloppiere. Ich würde Ihnen so gerne nochmal, mit Ihnen nochmal eine Übung machen. Und Ihnen anhand dieser Übung einfach nochmal diese labile Balance vergegenwärtigen. Wir haben, wie gesagt, hier nicht so viel Platz, aber Sie können alle einmal Ihren Stuhl nehmen. Ich mache es mal seitlich. Sich drauf knien. Ich zeige es Ihnen erst einmal. Und dann einfach mal versuchen, ob Sie auf einem Knie balancieren können. Das ist meine Mutter mit 90. Also das heißt, Sie haben noch viel Zeit zum Üben. Und versuchen Sie es gerade einmal. Ja, wunderbar. Wunderbar. Also diese labile Balance gibt Ihnen hoffentlich ein bisschen mehr Energie. Und ich will Ihnen vielleicht nur noch ganz kurz zeigen, das ist etwas, was entstanden ist eben wegen unserer vielen Bandscheibenpatienten eigentlich, aber das ist ein Einbeinhocker, wo im Grunde genommen das Prinzip dieser labilen Balance verwirklicht ist. Das ist das Prinzip des alten Melkschemels, hunderte von Jahren alt. Die Melker haben gewusst, warum sie auf so einem Ding sitzen, weil sie dann keine Schulter-Arm-Beschwerden bekommen. Und die haben auch keine gehabt. Ich meine, die mussten ja schließlich früher nicht mit der Melkmaschine melken, sondern per Hand. Und dieses Prinzip haben wir umgesetzt, weil ich mit so einer kleinen Auflagefläche eben wirklich balancieren muss. Das ist der Witz der Kiste. Das heißt, ich kann nicht anders als wie in meine Mitte, in meine Balance kommen. Und so viele von uns müssen am Schreibtisch oder eben am Arbeitsplatz so lange sitzen. Und da ist immer das Thema, was tue ich denn, damit ich dort mich auch ein bisschen bewege und auch bei mir bleibe. Und das Schöne ist, man bleibt nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistig bei sich. Also ich habe zum Beispiel in einem Büro, haben die mir erzählt, die hatten alle einen Hocker und haben gesagt, bei uns ist die Stimmung viel besser geworden im Büro. Ist viel lustiger auf einmal. Ja, warum? Weil labile Balance gibt mehr Energie, weckt einen auf, ne? Man ist wacher und man hat vor allen Dingen auch keine Beschwerden. Und gut, vielleicht nur, weil Sie das sehen, Menuhin war so begeistert damals von dem Hocker, dass er seinen Namen gegeben hat, weil für die Musiker ist das natürlich auch immer das Thema gewesen. Wie kann der Musiker ohne Beschwerden so lange sitzen und spielen? Und wenn Sie wollen, können Sie den Hocker da am Stand ausprobieren von Raum und Zeit. Sind Sie herzlich eingeladen. Vielleicht noch ganz kurz zum... Na? Achso, ich bin schon draußen, gell? Oder? wer sich für die Therapie interessiert, ich bin nachher hier am Stand von Raum und Zeit. Da gibt es Ausbildungen, da gibt es Kurse, gibt es auch Probierkurse, es gibt auch Informationen für ganz einfache Übungen. Da gibt es so ein Heft, wenn jemand einfach mal so ganz einfache Übungen ausprobieren will. Aber wichtig ist, und das möchte ich gerne, dass Sie mitnehmen, labile Balance heißt Leichtigkeit. Versuchen Sie in Ihrem Alltag das Prinzip der Leichtigkeit umzusetzen und das wird auch Ihrem Rücken gut tun.
Denn alles, was leicht geht, ist leider nicht, wie es uns manchmal gesagt wird, zu leicht. Oder das Wort leicht hat leider so ein bisschen einen negativen Touch bekommen. Eben vom leichten Mädchen bis zum Leichtsinn. Aber das ist das Prinzip, wo wir die optimale Möglichkeit haben, wirklich uns zu zentrieren, uns aufzurichten, aufrichtig, aufgerichtet zu sein. Und auch die Wirbelsäule, ja, hat davon am allermeisten. Wie Sie gehört haben, ich habe Ihnen nicht über viele Therapien erzählt, was man noch alles machen könnte. Da gibt es genug Literatur. Ich wollte Ihnen einfach noch mal ein bisschen erzählen, dass Sie das ganze Thema wirklich aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vielen Dank fürs Kommen.